So, herzlich willkommen zurück zu ETS2. Ich sehe gerade die 14 Folgen, die ich bis jetzt so aufgenommen habe heute. Also heute und gestern meine ich doch. Verbrauchen schon 96 oder 97 Gigabyte. Das sind Dateigrößen, die kannst du dir nicht ausdenken. Das alles nur dafür, dass YouTube das Ganze sowieso zusammenquetscht und zerreißt in der Luft. Yeah, Level 20. Level 20. So, als allererstes gehen wir dann mal am besten mal pennen. Und tanken. Wobei ich weiß gar nicht, müssen wir überhaupt tanken? Glaube ja. Wobei der noch halb voll oder so sein dürfte. Also müsste noch genug Sprit drin sein, aber. Why not? So, oh, nee, doch, weniger als halb voll. Okay. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Was haben wir denn hier alles in der Nähe? Wir haben da schon mal ein Bett, das ist schon mal sehr gut. Und wir haben aber keine Tankstelle in der Nähe. Na gut, dann halt doch nicht tanken. Wie gesagt, ist noch halb voll, also alles im grünen Bereich. Ich würde mal sagen, wir tuckern direkt mal nach da, weil wir wollen ja direkt mal die Werkstatt aufsuchen. Lass uns loslegen. Da machen wir dann mal. Andererseits lappt er mir hier schon sein Ohr voll mit von wegen, mir wird müde. Mir wird Biege müde. nach rechts ab. Von daher, wir gondeln mal hier kurz rein und pennen mal hier kurz eine Runde. Route neu berechnen. So, natürlich mitten in der Nacht. Ist uns aber scheißegal, wir pennen einfach direkt nochmal. So, geil. Wir können bei so mal unser Rundumlicht hier abbauen. Abbauen, klar. Ausschalten, meine ich doch. So. Dann können wir raus. Na gut. Fahren wir jetzt aber zur Werkstatt. Ich glaube, hier war ich sogar schon mal bei meinem privaten Spielstand. Das Wie mit dem, diese mein Ring kommt Ausfahrt. mir tatsächlich doch Der Kreisverkehr, dritte Ausfahrt hier nehmen. unten langfahrenderweise. Rechts Kannst du die Fresse halten? Kommt mir hier unten Nehmen diese langfahrenderweise. Ausfahrt. Demnächst Ich rechts fick deine abbiegen. Oma. Kommt mir sogar brav vor. So. I'm better Biege than nach you, rechts ab. bitch. Der dicke Beine verpasst die Hier Ausfahrt. endet es. So, Muff Ding hier. Wir wollen rein. So. Wäre natürlich geil, wenn wir hier gleich mit dem Auflieger wären, aber den Auflieger können wir ja sowieso tun, da wir den ja nicht benutzen gerade. Ne? Spielologik und so. LKW-Konfigurator. Bam. Fahrerhaus macht nichts, bringt nichts, will ich nichts. Ich meine, ich würde mal gucken. Wow, das bringt ungefähr so viel, dass das ja echt, das ist ja. Es sieht so sogar noch hässlicher aus, weil hier die Dinger so extrem nach unten zeigen. Von daher hat er natürlich wieder alles gelöscht. Bob. Machen wir also nicht. So, wie sieht es aus mit dem Motor? Können wir uns mittlerweile. Ja, das nehmen wir doch gerne. Das nehmen wir doch gerne mit. Sehr schön. So, hier haben wir schon das Beste, was gibt's auf Erde. Was gibt's denn hier so Neues? Nee. Ja, wollen wir jetzt gleich auf den Dreiachser? Nee. Nee, mit dem Dreiachser hin, also hinten drei Achsen zu haben, meine ich jetzt. Also als insgesamt eine Vierachser. Wie gesagt, mache ich erst, wenn wir 750 PS Motor haben und dennoch einen ordentlichen Schotter übrig haben. Das jetzt überstürzen bringt gar nichts. So, was wir nur machen können, wäre noch das hier. Aber es sieht besser aus. Der sieht eigentlich besser aus. Hast du diesen hässlichen Schriftzug vorne drauf, aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Eigentlich sieht der LKW so schon geil aus, wie er ist. Da will ich eigentlich gar nicht so viel ändern. Eben, bei den meisten Sachen haben wir schon das Beste, was gibt's. Ja, okay, bleibt so. Bam. 100 PS mehr und noch eine kleine Rundumbeleuchtung drauf. Sieht auch schnieke aus.
Also gucken wir gleich mal hier auf Liga Manager. Auf Liga Manager, wo ist denn der da? Und anpassen. So. Ja. Das kostet natürlich richtig Schotter. Ah. 82.000 Euro. Ah, das tut mir noch ein bisschen zu sehr weh. Das tut mir noch zu sehr weh. Das ist noch ganz schön heftig. Hier können wir mal gucken, wegen, ne? Achso, Vierachser geht's noch nicht. Bringt also auch nichts. Gut, dann bleibt der also auch erstmal so, wie er ist. Können wir gucken mit der Onboard-Teil, da gibt's auch, glaube ich, nicht viel mehr. Da haben wir schon. Windflügel will ich jetzt nicht unbedingt dran klatschen. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Nö, fühle ich nicht. Okay, der bleibt genauso, wie er ist. Okay. So. Wir könnten ihn privat stellen, by the way. Der ist jetzt immer noch im Einsatz von ihm, also er fällt ihn noch, aber sobald er seine Mission abgeschlossen hat, ist er dann wieder bei uns im Lager. Weil wir den ja dann auch benutzen wollen, ne? Sonst müssten wir, wenn wir denn bei uns in der Werkstatt sind, oder in der Garage sind, und wir den dann nutzen wollen, also mit dieses jetzt nutzen klicken, müssen wir jetzt mal, kommt dieses Feld mit, dass man warten muss, bis die aktuelle Mission abgeschlossen ist, dieses Ananas. Von daher machen wir jetzt auf Privatstellen. Passt schon. So, das heißt, wir haben dies, wir haben das. Viel mehr machen brauchen wir nicht. Wir gucken mal kurz bei der Bank rein. Was können wir hier so machen? Wir können dich auf jeden Fall zurück. Eigentlich könnten wir locker noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen, ne? Wir haben noch einen Platz frei bei uns. LKW-Manager. Genau. Das heißt, ich nutze mal die Gunst der Stunde. Dankeschön. Dankeschön. Alter, wir haben jetzt... Oh, da können wir definitiv noch einen LKW kaufen. LKW-Händler. Volvo. Dankeschön. Online kaufen. So, da haben wir ja meine Flotten-Configuration. Der kostet schon 124.000. Eieiei. Wäre vielleicht mal eine etwas andere Lackfarbe. Nicht, dass hier alle grün sind. Alter, das Licht da oben sieht halt so hässlich aus. Eieiei. Ja, so zum Beispiel sieht doch... Das sieht schon extrem wie neongrün aus. Alter, nee, das kannst du nicht machen. Bitte. So, danke. Das sieht ungefähr 3000 Mal besser aus. genau. So. Ein bisschen Abwechslung hier drin. Bestätigen. Und da kaufen wir dich. Du kommst in unsere Werkstatt auf den vierten Platz. Fünften Platz. So, und ganz ehrlich, wir passen auch mal direkt unsere anderen LKWs hier an. LKW-Manager. So. Aufrüsten, genau. Du bekommst auch direkt das Ding. Du bleibst grün oder nee, komm, du bist... Warte. Wo sieht das eigentlich, welche LKW? Das ist die Veronika fährt. Okay, dann machen wir die noch mal ein bisschen rötlicher. Aufrüsten. So, papp. Und... Nee, ist so knallig rot. So, kann man schon eher machen. Oder wir machen zwar rötlicher, dann nehmen aber ein bisschen den Kontrast drauf. Nee, dann müssen wir eher so... Ja, das gefällt mir schon eher von der Farbgebung her. Wirkt zwar jetzt ganz schön rosalich, aber können wir noch ein bisschen justieren. So zum Beispiel. Das ist doch ganz angenehm. Bestellen. So. Du kannst grün bleiben. Dann müssen wir nur auf oben das Licht ändern. Bestellen. Jetzt haben wir einen grün, einen roten und einen gelben.
Was machen wir mit dir? Mal gucken, welche Farbe wir nehmen. Aufrüsten, auf jeden Fall als allererstes hier das Licht ändern. Und dann gucken wir mal, welche Farbe noch interessant klingt. Rosa. Genau so bleibt er. Bitte nicht. So, hier ein bisschen so. Ja, das ist doch perfekt getroffen. Das nehmen wir. Die Farbe gefällt mir. Ja. Eine wunderschöne Flotte. So, jetzt brauchen wir noch einen Fahrer. Fahrermanager an die Arbeitsagentur. Und dann schauen wir mal, was wir da so zur Auswahl haben. Hier direkt 2 Level. Ich glaube, du bist direkt genommen. Hops genommen, meine ich natürlich. Ja, die anderen, die haben immer nur ein Level Maximum. Okay, dann wird sie. Perfekt. Du bekommst den wunderschönen gelben LKW. Yay. Passt sogar ein bisschen zu ihrer Haarfarbe. Easy. So. Dann gucken wir mal nochmal, die unseren LKW aufgerüstet haben wir. Das heißt, ja, da könnte ich jetzt schon mal 2 Kredite wieder zurückgeben. Und wir sind immer noch bei 3 3 Krediten. Goddammit. So, sehr gut. 46.000 Dollar haben wir auf Cash. Ja, eben. Viel weitere Sachen machen lohnt sich nicht. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch eine weitere Garage kaufen, aber da könnten wir keinen weiteren LKW kaufen. Von daher ist das jetzt erstmal unnötig. Das würde erst dann wieder was bringen, wenn wir insgesamt auf 400.000 Euro kommen würden oder so. Ja, wir bräuchten sogar. Ja, doch, also 400.000 Euro. Ja, doch. Also, wenn wir insgesamt auf 400.000 Euro kommen könnten, dann könnten wir was machen. Weil dann können wir uns eine neue Garage holen in Skandinavien. Und auch gleich einen weiteren LKW. Und den noch ein bisschen aufrüsten. Und haben dann sogar noch ein bisschen Cash of the Tash. Aber so bringt es erstmal nichts, von daher. So, fahren. Dachte gerade ganz kurz Moment, wir sind bei uns bei der Garage, aber nee, wir sind ja hier in der Werkstatt. So. Dann bräuchten wir eigentlich mal eine neue Mission. Und zwar eine, die uns, wenn es geht, in Richtung unserer Garage bringt. So. Du? Garantiert nicht. Das hier ist Todesland. Das hier ist Linksfahrer, Alter. Es gehört ja illegalisiert. So, die geht alles wieder nach oben, hallo? Ah, das geht schon eher... Nee, überhaupt nicht. Sehe ich gar nicht. Das ist es doch. Wow, 3 Tonnen. Das ist es doch. Ich meine, das ist ja natürlich 50 Euro pro Kilometer und der kostet mal 34. Ja, ist schon... Aber ganz ehrlich. Let's go, den nehmen wir. So. Okay, wir fahren los. Biege nach links ab. Da können wir lieber folgendem auch noch ein bisschen rumrasen. Links ab. Oh, Alter, Leute, ernsthaft jetzt? Verkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Hallo, fahrt hin. Fahrt. Oh mein Gott, sind die lang da. So, dann schleppen wir jetzt mal diesen ultraschweren 3-Tonnen-Auflieger mit unseren krassen 700 PS ab. Bitte rechts halten. Nichts anderes ist der Auflieger auch wert. Bitte links halten. Lenk doch mal. Holy moly. So schnell war ich doch gar nicht. So. Über diese Physik. Thank you.
bitte links halten. Rechts halten. Und dann wie man sieht, fährt jetzt mit 700 PS, erreicht auch nur 149. Einfach weil, wie gesagt, der Drehzahl bereits zu Ende ist an der Stelle. Wie ich jetzt, weil ich Spur verliere, nur weil ich hinten keine Last mehr habe. Erste Ausfahrt nehmen. Ist ja schlimm. Nimm diese Ausfahrt. Oder Auflegerfahrt ist gefährlich. So, ich muss da vorne rein. Okay. Immer geradeaus. Aber das ist eine Schranke. Oh mein Gott. Das war eine schöne Fahrt. Mach auf. Mach auf. Auf, auf, auf. Hä? Wow, ich hätte auf der anderen Seite gemusst. Wow, danke Navi. Die Einfahrt war die falsche Einfahrt. Au. Was mich daran erinnert, sollte nicht unseren LKW warten. Fuck. Ganz vergessen. Haben wir zwar schon aufgerüstet und alles, aber ich wollte ja noch die Reifen tauschen. Alles umsonst. Nee, nee. Oh. Hallo? Ach, da. Auf geht's. Ja, ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein bisschen drauf. Nein, nein, nein. Okay. Zweiter Versuch. Ah, ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein. Okay. Jetzt aber? Ja, 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 ja. Oh. Yes! Geht doch. So, Wartung. $6,000. Euro. Eieiei. Das sind aber Unkosten, du. So. Also, andere hat's mal jetzt gemacht, ne? LKW-Manager ist alles klar, genau. Wir hatten alle lalala. Achso, siehst du, was wir noch machen müssen? Ganz wichtig. Bei dem Fahrermanager. Die neue Dame. Auch mal hier auf Fernfahrer spezialisieren. Boah, Alter, die ist schon fast Level 100. Ah, das ist nicht schlecht. Warum ist der, den wir zuallererst hatten, immer noch nur Level 3? Was ist los mit dem Typen? Hat der gesoffen? So, den hatten wir reserviert, genau. Sehr schön. Okay. Biege nach links ab. Ja, jetzt können wir die Mission in Angriff nehmen. Biege nach links ab. Na, hier überholen bringt nichts. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ach Leute, fahrt doch mal. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Ist der sie wirklich hier? Wie lang die Mission eigentlich ist, die wir jetzt angenommen haben? Also die wir noch nicht, also wo wir gerade hinfahren. 7 Kilometer. Okay. Sollten wir in einer Folge schaffen. So. Das war das Wort zum Sonntag. Und hier müssen wir nach links. Bitte rechts halten. Thank you.
bitte links halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Und jetzt müssen wir hier nach rechts. Hier? Nee, halt weiter. Da müssen wir nach rechts. Geradeaus. Oha, hier ist aber schon eng. So, wir müssen rückwärts fahren. Und jetzt ist so. Was ist das hier für enge Straßen, sag mal? Wie willst du hier mit einem Auflieger langpassen? Der steht doch schon wieder außen rum, ne? Na egal. Wir müssen nach hier. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Also. So, Aufträger. Und. Konfigurieren. Mhm. Ja, ja. So eine, so eine Auflieger finde ich halt, halt optisch absolut hässlich. Aber gut. Was willst du tun? Der hier ist natürlich schon luftschnittig, ne? Nehmen wir mal den hier. So. Annehmen. So, der steht jetzt wo? Ach, das ist er. Schön luftschnittig. Alles, was dem Auflieger jetzt noch fehlt, ist ein Heckspoiler. Fertig zum Losfahren. Sieht doch gut aus. Schöne Kombi. So, jetzt müssen wir nur wieder vorne durch diese ganzen engen Straßen da durchkommen. Ich habe noch keinen Plan, wie wir das machen sollen. Alleine hier ist schon alles super eng. Meine Güte. Mach auf. So. Ich glaube, wir machen uns erst einfach und fahren. Route finden. Einfach hier lang. Oh. Hallo? Ey, chill. Das war so nicht geplant. Gut. Natürlich habe ich damit gerechnet und gerade vorher gespeichert. Aber traurig ist es trotzdem. Ach, weil ich in der Schranke gespeichert habe. Gut. Das Schöne ist, für solche Fälle gibt es einen guten Workaround, weil es wird jetzt jedes Mal passieren, wenn ich das nochmal neu lade. Wird genau das gleiche wieder passieren, ganz klarer Fall. Aber ich kann euch gleich einen Trick zeigen, mit dem das nicht mehr so heftig passiert. Wunderschön. Und zwar gehen wir auf die Konsole und sagen Warp-Geschwindigkeit 0.00001 und laden jetzt. Und jetzt, als das Head fast stehen bleibt, bleibt auch der Schaden fast stehen. Und wir haben schön viel Zeit, unseren Auflieger umzustellen, zum Beispiel nach hier. So. Gut, laut dem Rückspiegel fliegt der LKW gerade durch die Gegend. Und jetzt können wir die Geschwindigkeit wieder langsam erhöhen.
Die falschen Tasten. So. Zeit zu gehen. Voila. Jetzt können wir die Geschwindigkeit wieder auf normal stellen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Und es ist alles, als wäre nichts passiert. Ich werde aber nochmal direkt speichern. Und kein Schaden. Tada! Ja, manchmal zwingt ein das Spiel zu relativ witzigen Maßnahmen. Aber so ist es halt, ne? Biege nach links ab. Wie bitte? Wie soll ich hier bei dieser Engkacke bitte nach links abbiegen? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Soll ich erst den Hänger abkuppeln und dann mit beiden Einzelnen hier langfahren, oder was? Das geht doch nicht. Na gut, ich kann ein bisschen ausschwenken in den Bereich und dann, Hard, Steuerbord, Backbord, Bordbord. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Soll ich hier schön weit ausschwenken? Ah, hat erreicht. Sehr schön. Welches Unternehmen lässt sich bitte schon bei so engen Straßen wieder? Will er damit irgendwas kompensieren oder was? Nimm diese Ausfahrt. So, hier müssen wir nach rechts. Warum war mein LKW gerade so rum? Was ist los mit dem? So, wir haben 2000 Kilometer? Habe ich nicht vorhin irgendwas gesehen von viel weniger? Auftrags? Na gut, das bringt eh nicht. Ha. 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 Gut. Also kann natürlich sein, dass die Bootsstrecke natürlich ein großes Teil mit beansprucht und das vorhin nicht angezeigt wurde. Das kann sein. Gut. Dann würde ich mal sagen, speeden wir mal wieder hier Speed. Und dann geht's ab. So ungefähr. Let's go. Wir fahren aber schon eine richtige Mission, ne? Wir fahren schon wieder nach Hause, ne? Also nicht, dass wir jetzt... Ja doch, genau. Ja, okay. Alles gut. Bitte links halten. Ich das jetzt aus Versehen die falsche Mission angenommen habe. Kann ja passieren. Ob wir hier durchpassen? Das sieht mir sehr, sehr eng aus, aber easy. Easy peasy. Ach, halt diese ganzen Mautstellen. Für die letzten 3 Minuten nochmal Musik machen hier, easy. Das sieht aus wie Amerika. Mit der Steppe da.
ist denn das da? Eine Mini-Waschanlage, die einfach so stationär so wieder durchfahren musste. Lol. Sehr süß. Oh, alles schön bunt. Mich würde mal fragen. Was? Es würde mich da mal fragen. Nein. Ich frag mich mal. Oder geteilt. Wenn du getankt hast, also ob der LKW auch wirklich von der Physik her schwerer ist. Also ob man den länger braucht zum Beschleunigen und ne? Schwerer in der Kurve liegt. Hab ich jetzt gerade geschlafen? Warum? Nee, nee. Eigentlich wollte ich nur die Folge beenden. Aber hey. Los. Überall das Gleiche. Ja, genau. Wie gesagt, ob denn der LKW, gerade wenn du ohne Auflieger fährst, dann wiegt der LKW ja nicht viel. Das heißt, gerade dann macht es halt doch schon eigentlich einen Unterschied. Vor allen Dingen, weil ja auch die Tanks so weit hinten sind. Ich habe ja die Problematik erklärt, dass wenn du ohne Auflieger fährst, der LKW hinten so leicht ist, dass du halt beim Bremsen nicht schnell vorne überpüpfst. Oder als mitten hinten sämtliche Traktion verlierst. Und da wäre halt die Frage, ob das denn halt auch etwas weniger der Fall ist, wenn die Tanks voll sind. Vor allen Dingen liegt es halt auch besser in der Kurve, weil dadurch, dass die Tanks so niedrig sind, sinkt auch der Gewichtsmittelpunkt vom LKW. Ich meine, was sie natürlich wahrscheinlich nicht drin haben, ist, dass wenn die Tanks nur halb voll sind zum Beispiel, dass sie dann so rumschwappen. Was ja im Echten einen sehr starken Einfluss auf den Fahrkomfort hat. Das werden die natürlich nicht drin haben, aber das zu simulieren ist sehr aufwendig. Aber zumindest, dass der LKW halt an sich schwerer oder leichter wird, je nachdem wie voll der Tank ist. Diesmal bitte nicht pennen. Schön geparkt. Easy. Dann, ja, was soll es mit der Folge auch gewesen sein? Und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Ein bisschen rumspeeden und vielleicht schaffen wir sogar die gesamte Strecke dann in einer Folge. Wenn es etwas länger werden muss. Mal gucken. Bis dann.